Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Krieg gegen die Ukraine verstärkt Russland offenbar seine Angriffe auf die Hauptstadt Kiew. Unter anderem wurden Gefechte um ein Heizkraftwerk und eine Kaserne gemeldet. Ein Wohnblock wurde offenbar von einer Rakete getroffen. Nach Einschätzung der USA befinden sich mittlerweile Zehntausende russische Soldaten auf dem Gebiet der Ukraine. Kiew heute Abend. Menschen im Keller einer Schule im Kiewer Stadtteil Otradny. Diese Bilder einer ukrainischen Journalistin erreichen uns vor ein paar Stunden. In dieser Nacht müssen sich tausende Familien in Schutzräumen in Sicherheit bringen, aus Angst vor weiteren russischen Bombardements. Mit eigenen Augen habe ich sie gesehen, die Raketen. Ich war in Panik und bin hier hingelaufen, weil ich wahnsinnig Angst hatte. Es ist Tag 3 des Krieges. Kiew auch heute wieder im Fokus der russischen Angriffe. Bislang habe die ukrainische Armee nach eigenen Angaben einen Einmarsch der russischen Truppen in die Hauptstadt verhindert. Doch auch heute wurden wieder zivile Ziele, wie dieser Wohnblock in der Nähe des Flughafens Stuljani, getroffen. Nach Angaben der Kiewer Behörden handelte es sich um einen russischen Raketenangriff. Nachdem die Behörden vor weiteren russischen Angriffen gewarnt hatten, versuchen immer mehr Menschen, die Stadt zu verlassen. Ehrlich, in all den Jahren meines Lebens hätte ich nie gedacht, dass ich so einen Horror erlebe. Auch in der Nähe des Regierungsviertels in Kiew sollen Schüsse zu hören gewesen sein. Bürgermeister Vitali Klitschko verlängerte die Ausgangssperre. Laut Klitschko gibt es derzeit zwar keine größere russische Militärpräsenz in der Stadt, allerdings seien einzelne Gruppen von russischen Kämpfern aktiv. Der Kreml kündigte am Nachmittag eine Ausweitung seiner Militäroffensive in der Ukraine an. Im russischen Staatsfernsehen hieß es, nachdem die ukrainische Seite sich gegen einen Verhandlungsprozess entschieden hat, wurde allen Abteilungen heute der Befehl erteilt, die Offensive in alle Richtungen fortzuführen. Dem widerspricht Präsident Selenskyj. Die Ukraine habe Verhandlungen nicht prinzipiell abgelehnt. Selenskyj richtet sich auch heute wieder mit einer Botschaft an sein Volk und ruft zum Widerstand auf. Außerdem richtet sich der 44-Jährige einmal mehr direkt auf Russisch an die Bevölkerung Russlands. Je schneller ihr eurer Regierung sagt, dass der Krieg sofort gestoppt werden muss, desto mehr eurer Leute bleiben am Leben. Wir sehen, dass es Proteste eurer Bürger gegen den Krieg gibt. Die Lage bleibt angespannt. Die Nacht wird schwierig, schrieb der Kiewer Bürgermeister Klitschko auf dem Nachrichtenkanal Telegram. Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine will die Bundesregierung den deutschen Luftraum für russische Flugzeuge sperren. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios werden alle EU-Staaten so verfahren. Die EU-Kommission kündigte zudem weitere Finanzsanktionen an. Präsidentin von der Leyen sagte am späten Abend in Brüssel, ausgewählte russische Banken sollten vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Dieser Schritt wird die betroffenen Banken weitgehend vom internationalen Finanzsystem abkoppeln. Und dieser Schritt wird es ihnen erheblich erschweren, am weltweiten Geschäftsverkehr teilzunehmen. SWIFT ist das dominierende globale Zahlungssystem zwischen Banken. Ohne SWIFT werden die betroffenen Banken kaum mehr in der Lage sein, Finanztransaktionen auf dem Weltmarkt durchzuführen. Und damit blockieren wir auch weitgehend russische Exporte und Importe. Die Bundesregierung hat angekündigt, nun doch Waffen an die Ukraine zu liefern. Kiew solle 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Bodenluftraketen aus Bundeswehrbeständen erhalten. Außerdem werde den Niederlanden und Estland erlaubt, Waffen aus deutscher Produktion bzw. aus Altbeständen der DDR an die Ukraine weiterzuleiten. Bisher hatte Berlin solche Schritte mit der Begründung abgelehnt, in Krisengebiete keine tödlichen Waffen zu liefern. Und hier die Wetteraussichten. Im Westen sonnig, im Nordosten zunächst Nebel oder Hochnebel, sonst in der Osthälfte ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 2 bis 11 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie gegen 3:10 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.